Im Juni durften Luca Henny und seine Frau Christina endlich ihr größtes Glück feiern, die Geburt ihrer Tochter. Im exklusiven Interview mit RTL verrät der ehemalige DSDS-Gewinner, wie es ihm etwa 4 Monate nach dem großen Ereignis in seiner neuen Rolle als Papa geht. Uns geht es gut, mir geht es gut, alle sind gesund. Zrenje, strahlt Luca. Er hebt hervor, meine Frau macht das super. In den letzten 13 Jahren stand für Luca die Karriere im Vordergrund. Doch seit die kleine Maus auf der Welt ist, hat sich alles verändert. Es ist eine ganz schöne Bereicherung fürs Leben, wenn man so eine andere Perspektive findet, einen anderen Fokus. Es entschleunigt, erklärt er und betont, dass die Kleine vor allem Zuneigung und Liebe braucht. Und das Beste? Die kleine Prinzessin macht bereits ihre ersten Fortschritte. Sie kann jetzt ein bisschen lachen, den Kopf halten und greifen. Die kleine Maus ist super. Luca und Christina lernten sich 2020 bei Let's Dance kennen und verliebten sich. Im August 2023 gaben sie sich in einer emotionalen Zeremonie das Ja-Wort. Nur wenige Monate später krönte die Verkündung von Christinas erster Schwangerschaft ihr Liebesglück. Im Juni teilten die stolzen Eltern die freudige Nachricht auf Instagram mit ihren Fans. Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin. Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben. Bleibt dran für weitere Updates über das Leben von Luca und Christina als frisch gebackene Eltern.